CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das letzte Jahr war laut Statistiken des Weltluftverbandes IATA das sicherste Jahr in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Das Risiko, Opfer eines Flugzeugabsturzes zu werden, war im letzten Jahr 60 Mal geringer als noch im Jahr 1970. Eine gute Entwicklung, wie man sagen kann, die auch Ausdruck des hohen Niveaus der Luftsicherheit in Deutschland, aber auch in weiten Teilen dieser Welt ist. Und diese Entwicklung war auch nur möglich, weil die Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen des Luftverkehrs immer weiter verbessert wurden, weil Technik optimiert wurde und weil die internationale Zusammenarbeit verbessert wurde. Und gleichwohl gilt es, das hat der Staatssekretär Mayer gesagt, in dieser Entwicklung nicht nachzulassen. Denn wir wissen das seit 9/11, ist uns schmerzhaft bewusst geworden, der Luftverkehr ist weiterhin ein attraktives Anschlagsziel für den internationalen Terrorismus, aber nicht nur für den, sondern auch für Einzeltäter. Und die Möglichkeit, ein Flugzeug als Waffe zu verwenden, die potenziell hohen Opferzahlen, aber auch die verstörenden Bilder lassen den Luftverkehr immer wieder zum Ziel von Anschlagsplänen werden. Und nur durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen konnten die allermeisten Anschlagspläne in der Vergangenheit überhaupt vereitelt oder Terroristen von vornherein abgeschreckt werden. Und der vorliegende Gesetzentwurf zur Ausweitung und Verbesserung luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfung ist ein wichtiger Baustein, die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs weiter zu erhöhen und ihn vor Bedrohung noch besser zu schützen, meine Damen und Herren. Wir sind der Überzeugung, dass die im § 7 vorgeschriebene Zuverlässigkeitsüberprüfung durch diesen vorliegenden Gesetzentwurf weiter verbessert wird. Die Maßnahmen sind angesprochen worden. Die Ausweitung der Regelanfrage auf Daten weiterer Behörden, die verstärkte Mitwirkung bei internationaler Kooperation mit ausländischen Stellen, aber eben auch die Einführung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters. Alles das ist wichtig, um das Sicherheitsniveau im zivilen Luftverkehr weiter zu verbessern und den Schutz vor sogenannten Innentätern auch zu erhöhen. Und wir sind der Überzeugung, die Bundesregierung hat einen guten Gesetzentwurf vorgelegt, der ja auch von der Luftverkehrsbranche ausdrücklich unterstützt wird. Und vor diesem Hintergrund unterstützen wir auch sämtliche Maßnahmen vollständig und werben auch für ihre rasche Umsetzung. Und nun zum Antrag der FDP, lieber Kollege Höferlein. Sie wollen jetzt erneut, dass hier nicht der Antrag, den Sie zum ersten Mal vorgelegt haben, eine einzelne Personengruppe von der Zuverlässigkeitsprüfung ausnehmen. Frau Michalitsch hat es ja auch eben schon gesagt. Und bei allem Respekt, Herr Öferlin und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das ist wirklich klassische Klientelpolitik, die Sie dort betreiben. Und die lehnen wir ganz entschieden ab, insbesondere wenn es um die Gewährleistung der Sicherheit und den Schutz vor terroristischen Attacken geht. Und es ist nicht so, wie Sie sagen, von Privatflugzeugen kann sehr wohl eine Gefahr terroristischer Anschläge ausgehen. Ich habe es Ihnen eben gesagt, Mohammed Atta und seine Partner hätten nicht nur in ein Zivilflugzeug einsteigen können, sie hätten auch ein Privatflugzeug nehmen können und in ein Ziel steuern können. Und denken Sie nur an ein vollbesetztes Stadion oder eine gezielte Kollision mit einem Verkehrsflugzeug. Alles das ist doch denkbar und möglich und alles das hätte auch verheerende Auswirkungen. Und eins ist auch klar, die Inhaber von Pilotlizenzen haben Zugang zu allen Sicherheitsbereichen der Flugplätze inklusive dem Vorfeld. Und jetzt müssen Sie uns schon mal verraten, warum jeder Schülerpraktikant, jede Putzfrau sich einer ZIP unterziehen muss, aber ausgerechnet ein Privatpilot nicht, obwohl er Zugang zu allen sensiblen Sicherheitsbereichen des Flughafens hat. Kollege de Vries, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Gerne. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich will die Frage auch mal so stellen an Sie. Erklären Sie mir doch mal, Sie fragen mich, warum das einen Unterschied macht, warum ein Privatpilot, der zu allen Sicherheitsbereichen Zugang hat, anders behandelt werden soll als der Schülerpraktikant. Erklären Sie mir doch mal bitte, wo der Unterschied eines deutschen Privatpiloten-Scheininhabers ist und jedem anderen Piloten, der aus jedem anderen Teil der Welt kommt, egal ob das ein Privatpilot aus Frankreich, Österreich, ein Verkehrspilot oder ein Privatpilot aus jedem anderen Land, inklusive den, ich sag's mal, minder demokratischen Ländern dieser Welt, die eine ICAO-Lizenz ausstellen, Zugang zu den gleichen Bereichen haben soll und warum ausgerechnet unsere ZIP
die Luftsicherheit weltweit herstellen soll, wo jeder andere Privatpilot weltweit zu den gleichen Bereichen mit den gleichen wahnsinnig gefährlichen Luftverkehrsfahrzeugen über Deutschland fliegen darf, ohne Einschränkung, wo Sie da irgendeinen Nutzen haben oder ob Sie nicht auch der Meinung sind, dass das ein untaugliches Mittel ist. Ja, lieber Herr Kollege Höferlin, vielen Dank für diese Frage. Ich bin der Meinung, wenn es Sicherheitslücken in anderen europäischen Ländern gibt, dann sollten wir doch uns gemeinsam bemühen, diese zu schließen, aber sie nicht noch in Deutschland übernehmen. Das kann doch nicht unser politisches Handeln sein, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen. Das ist auf jeden Fall nicht unser Kurs, das kann ich Ihnen sagen. Also, ich habe es Ihnen gesagt, auch die Inhaber von Privatpilotlizenzen haben Zugänge zu allen sicherheitsrelevanten Bereichen. Das, was Sie fordern, ist im Sinne einer Gleichbehandlung völlig absurd und ist auch nicht zu Ende gedacht. Und deshalb lehnen wir den Antrag der FDP entschieden ab, freuen uns aber trotzdem auf die weiteren Beratungen mit Ihnen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Susanne Mittag für die SPD.